Loschi, guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Hallöchen. So, ich hab schon eine Welt gestellt. Ja. So. Du kannst auch schon direkt joinen, wenn du magst. Ja. Ich gehe aber online. So, kannst du mir offline. Super. Rampazock. Na, 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 na. Wie geht's? Wie steht's? Gut, geht's mir. Das ist schön. Und dir? Auch? Auch? Ein Flugzeug willst du bauen? Okay. Da bin ich schon sehr gespannt, wie wir das hinkriegen. Also ich habe schon ein Flugzeug gebaut in den letzten Wochen. Sehr gut. Mit It's Fox Gaming. Also. Ah, okay. Und sowas in der Art. Oh, Mods missing. Schade. Ah. Sowas in der Art würde ich halt auch nochmal bauen. Ich glaube, ich habe. Mein letzter Flugzeug ist, glaube ich, schon Jahre her. Voll krass. Nicht die 30-Minuten-Challenge? Achso, ja, gut. Ja, stimmt. Ja. Ja. Ja, stimmt. Gut, da ging es dann. Ja, doch, hast eigentlich recht. Eigentlich schon, ja. War zwar nicht schön, aber es ist immerhin geflogen. Ja. Na gut, okay. Wollen wir dann so eine Zwei-Propeller-Maschine bauen oder eine? Ja, zwei. Würde ich ja sagen, oder? Ist, glaube ich, von der Kraft her besser zum Fliegen dann. Ja, wobei man mit Gravitation spielen kann. Das ist. Jetzt kommt's. So ein Gravitationsblock oder was? Ja, dann kann man nur zum Beispiel 30% der Gravitation nur haben. Dann kann man halt einfacher abheben. Ah, okay. Ja. Ja. Geht ja bei echten Flugzeugen auch nicht. Wow. Zur Not. Zur Not könnte man das machen, das stimmt. Abhebt. Das stimmt. Na nee, gut, okay. Die Grundblöcke nehmen wir die Light Flat Blocks, oder? Ja. Genau. Schön leicht. Ja. Haben eine gute Farbe zum Einfärben. Mhm. Und wie groß willst du bauen? Halt, dass man darin auch laufen kann. So quasi in der Mitte drei Blöcke und außen dann drei Sitze. Dass man auch durchlaufen kann. So. Also meinst drei Blöcke zum Durchlaufen, genau, und dann, weiß nicht, zwei Blöcke links und rechts, also so, dass zwei Sitze oder ein Sitz nebeneinander? Ja, ein Sitz reicht. Das kann man dann, ja, hier so rund machen, dass man noch durchkommt. Ja, genau. Joa. Dann würde ich eher sagen, probier mal das mal aus. Ja. Was mache ich dann jetzt? Wo fängt man an? Ja, wo fängt man an, genau. Das ist immer schwierig. Und was machen wir an Länge? So? Irgendwie? Ja. Das habe ich ganz gut, gell? Hat man Platz, aber auch nicht zu viel. Ja, das stimmt. Und was machst du? Du hast jetzt auch. Jetzt hast du richtige Ferien auch, oder? Oder? Ja, die enden ja jetzt am Montag. Ah, aber okay. Noch, ja. Bleibst trotzdem noch. Darfst noch zu Hause bleiben. Ja. Okay. Weil es, glaube ich, für meine Klasse noch nicht feststeht. Ah, okay. Aus welchem Bundesland warst du? Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, okay. Ja, ja, krasse Sache, passt. Gell? Ja. Das sieht schon, oder? Mal gut aus, ne? Schlicht und einfach. So, ich versuche mich mal an einer der Nasen. Sind ja relativ geschmeidig.
Haben wir eine Mitte? Ja, ne? Oh, Gott sei Dank. Ja. Ich verpeile das letzte Zeit immer. Die Mitten. Das ist schon. Notfalls kann man ja eine reinziehen. Schnell. So schwer ist das ja nicht. Nein. Und dann hast du auch dieses Zuhause lernen, ja, oder? Quasi Homeoffice. Wie findest du das gut? Ich frage das letzte Zeit immer alle, weil mich das schon interessiert, wie die Leute das so finden. Ja, ist halt schon entspannter. Ja. Okay. Also viel ruhiger wie in der Klasse. Ja gut, klar, natürlich, ja. Aber wenn man ja Fragen hat, da ist es dann wieder blöd. Das stimmt wohl. Hast du es weit zur Schule? Also müsstest du einen weiten Weg fahren? Ah, so weit gar nicht. Also ich bin auch im Sommer schon ein paar Mal mit dem Fahrrad dahin. Ach cool. Das ist natürlich praktisch, ja. Woran hängt das? Da. Also ich hätte mir damals immer gewünscht, dass sowas passiert in der Schule. Ich hätte das so gefeiert, wenn es plötzlich gewesen hätte. Ihr bleibt zu Hause. Boah, ich hätte Party gemacht hier. Ich bin zwar schon gerne in die Schule gegangen, also eine Zeit lang. Also es gab so Zeiten, ist ja normal. Manchmal mag man ein bisschen mehr die Schule, manchmal ein bisschen weniger. Ja. Aber ich war nie so der Mensch, dass ich gesagt habe, boah, ich liebe die Schule oder so. Es war halt immer so ein Pflichtprogramm. Man musste halt einfach. Dann kommt ja auch ein bisschen auf die Klassenkameraden an. Ja, klar, natürlich, ja. Das ist richtig. Ah, wie groß. Dass ich mal wieder nicht die Mitte getroffen habe. Hast du was? Ich habe mal wieder nicht Mitte getroffen. Oh. Ja, schaffst du schon. Kann man ja beheben. Ja.
Puh, puh, puh. Ich merke gerade, ich habe echt schon ewig keinen Flieger mehr gebaut. Keinen großen. Keinen großen Flieger, ja. Genau, das haben wir ja schon festgestellt. Ist jetzt die Mitte. Endlich. Glückwunsch! Vielleicht in der Mitte mal gucken, dann nochmal einen Schnitt machen und nochmal ein bisschen länger ziehen, wie wir es brauchen, aber das geht ja dann fix. Das ist die Höhe, die du anpeilst, oder? Hier, die hier. Ja. Okay. So hat man auch noch ein bisschen Platz auszusteigen. Genau, ja, das stimmt. Kann der Lift kurz ausführen? Ja. Ach so. Ich hab den Lift. Stimmt. Ja. Ich hab ja den Lift. Das Heck wird auch nochmal lustig. Ja. Alles, wo man so Ecken und Kurven machen muss, das ist immer, boah. Schlimm, schlimm. Also, na, das ist genug Platz. Ich glaube, es dauert noch was länger am Ende. Ja, glaube ich auch. Vor allem bei der Breite, ne? Sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Na. Wie weit?
Das passt. Glaube ich. Aber können wir immer noch. Verlängern. Ich bin noch ganz gut. So, wo kommen jetzt Fenster hin? Oh ja, Fenster. Und wie groß? Immer echt kleine Kugellöcher, ne? Ich glaube sogar 2x2 reicht. Ja, denke wahrscheinlich auch. Na, die Fenster reichen aus. Größer müssen die nicht mehr. Ciao, Mama. Ja, das sieht doch wunderschön aus. Guck, ich bin's. Ja. Front ist ganz gut geworden, glaube ich auch. Hoffe ich zumindest. Na, die Größe reicht. Ja, ich glaube schon, oder? Mit dem Heck dann noch. Könnte das eigentlich ganz gut werden, gell? Mhm. Notfalls machen wir noch eine Reihe rein. Mm-hmm.
Nur zwei Einerschwellen.